Nein, jetzt habe ich ihn erwischt von der Seite. Oh, ich krieg die Krise, jetzt fackel ich ab. Ich war gerade mal im Jahre. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play War Thunder. Mit mir, dem Michael Cooper, und wir hört's auch mit dem Tee, den Kaffee schlurfenden TH. Hallo. Und heute fliegen wir auf die Fresse. Auf die Fresse, genau. Bestimmt. Wir haben ja schon mal eine Testrunde gemacht und ja, da ja, bin ich auf die Fresse geflogen. Ich habe hier so einen neuen B1-Dingens Jagdbomber und den werden wir jetzt mal testen einfach. Wir hauen uns einfach mal ins Getümmel, werden wir sehen, wie wir da durchkommen. TH, sind wir bereit? Wir hatten jetzt schon ein paar Fehler, wo ich dann du musst alleine war. Du musst doch. Ich kann jetzt. Ich bin jetzt. Also ne? Geht. No? Aber hier. So, jetzt. Ne? Bei dir lädt es auch. Ja, es wird. Gut. Wartezeit. EU-Wartezeit. Jetzt. Aber ey, das ging. Oh, das ist ja fix hier. Das ist ja hier, ne? Aber. Und was ist das jetzt? Bodenangriff. Okay. Genau. Du willst Boden angreifen. Hey, den B, ich probiere einfach das Ding mal austesten. Wir sind ja jetzt schon viel Panzer gefahren, wir sind schon Böttle gefahren und jetzt fliegen wir mal eine ganze Folge. Also wir haben ja natürlich in der ersten Folge das alles durchgemacht und gezeigt. Nimmst du gleich deine BB am Anfang? Ja, ich guck mal mit dem Ding hier ein bisschen, wie gut das gegen Bodenziele ist. So, TH. Da vorne ist er. Flieg mal leicht nach links. Hä? Wo bist denn du? Nach links. Du sollst nach links fliegen. Ja, ist ja gut. Da sind Bodenziele. Am besten kommst du erstmal wieder zurück ein Stückchen. Okay. Ich bin so hinter dir, leicht versetzt. Jetzt fliegst du in die falsche Richtung, aber okay. Ich mache Lubing. Lubing, so. So, die Bodenziele meinst du hier da Angriffe? Die genau. Ich. Das hier drüben hast du links, da hast du da so ein paar, ne? Ja, also auf der Straße oder was ist da? Da schießen schon welche, ja. Hier. Hier unten kommt eine CR-32. 42, und der Matze schießt schon hier rum. Ja, kann er ja. Ja, es sind so diese kleine Landbrücke, da werden wir mal angreifeln. Immer den ersten Abschüsse, haben wir ja gelernt. Genau, dann halten die anderen an. Nein, in dem Fall zwar nicht, aber. Okay, jetzt will ich sie weg. Das ist aber schön hier. Ja. Hast du eigentlich gar keine Bombenladung dazu gewählt? Nö, ich hab gar nicht. Ich hab das erstmal so. Alter, ich hab nicht mehr gesehen. Boah, das ist knapp. Also, ein Bomber ohne Bombenladung ist aber auch recht sinnfrei. Nee, ich dachte, das tut automatisch. Nee. Du warst aber nicht Angestellte. Sag mal, muss ich alles alleine machen oder was? Ich dachte, ich habe eine Bombercrew, die mein Flugzeug belädt. Ich bin Pilot. Und kein Ladeboy. Naja. Durchstarten, hoho, mit dir, Baby. Oh, ja, Flügel. Es ist schon kaputt. Na, kriegst du es hin? Oh, aber gerade so, Alter, gerade so. Flieg nicht so wild. Hier rechts sind Nein, noch was ist jetzt los? War Thunder Report. Abgestürzt. Nein. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Ich krieg die Krise. Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nie. Ein bisschen merkwürdig ist es schon heute, ja. Das ist heute eh.
Oh, nee. Ja, ne? Und wie läuft's? Ja, geht so, ne? Cool, wa? Übliche. Alter, was ist denn mir bei Warthunder da abgestürzt? So, Nee, dass schönes du bei Bild. Warfall abgestürzt wirst. Ja, das passiert mir Das kennen öfters, wir ja. aber das ist ja. So, komme ich jetzt wieder rein bei euch in die Schlacht? Nee, ne? Doch. Nein, nein, nein. Möchtest du zur laufenden Schlacht zurückkehren? Ja. Ach so, na dann. Ich bin zurück, ich komme! DH! I Ey, was? read you. Du liest mich? Ich lese dich schwer, offenes Buch, Bubele. So, jetzt hier mit dem roten Baron hier rein, quasi, ne? Quasi der rote Baron. Ist aber schick lackiert. So, hier, ich fliege so rum. So, ich bin zurück. Leider musste ich jetzt mal kurz hier Kaffeepause Ich machen. bin immer noch hier drüben. Die Gewerkschaft wollte das so. Ist ja richtig. Ja, das muss ja auch so. Ja. Pilotengewerkschaft. Der Piloten, genau. UFO hat wieder gestreikt. Ja. Kurzfristig, das ist geil, ne? Keine zu langen Flugstunden. Ja, und gerade im Krieg, weißt du, das ist, jetzt streiken die. Zwangspause nach 15 Minuten. Genau. Die werden nur immer anspruchsvoller, die Piloten, echt. Ja. Ja, aber so ist es nicht. Ja, das muss er aber hier, ne? So, jetzt sag mal her. Und jetzt ist meine Kanone wieder leer. Das ist Au. ja oder? Was ist denn jetzt? Wer hat denn mich verfolgt, du elende Kackbratzen-Ludi? Hat er meinen roten Baron abgeschossen? Kackmatzen, Ja, jetzt hat er meinen roten Baron abgeschossen. Ich schwör hier nicht mehr. Ich krieg den Fies. Ich reg mich nicht auf heute. Ich reg mich nicht auf. Ich bleib ganz ruhig. So, TH, du bist tot, oder? Habe ich doch. Nee. ich fliege hier gerade noch durch die Gegend. Ich schleiche mich mal irgendwo ran hier. Also ich bombe hier noch fröhlich vor mich hin. Ah, das ist ein Bomber. Ja, irgendwie tue mich gerade alles so ein bisschen ignorieren. Toll. Echt geil. Auch auf den Cooper gehen. Ich weiß doch nicht warum. Wo sind wir eigentlich? Tiet. Ich bin hier ganz links da. Was das für eine Map ist. Eine grüne. Ne. Doch. Das ist wie wenn du in den Computerladen gehst und der Verkäufer fragt dich, was denn jetzt? Also, das fragt er dich nicht. Der fragt dich, was haben Sie für einen PC? Und du sagst einen weißen. Genau, ja. So hätte ich das auch immer gemacht. Super, Platz Nee. 16. Da ist ja logisch, wenn ich kaum mitgespielt habe. Mann, hier, jetzt kommen wir nochmal rein. Hier jetzt, aber hier Forschung, ja, ne, Forschung. Wie kann ich denn hier meinen Bomber umstellen? Besatzung, Modifikation, ne? Gehst du auf Modifikation? Und wo kann ich jetzt hier Bomben reinhauen? So, und da hast du dann bei Modifikationen, da hast du dann Bewaffnung. die oberste Reihe und da hast du dann Bewaffnung. Da steht hier Standard. Und ich kann nur bloß Standard bis jetzt auswählen. Da hab ich bloß Muni. Ja, du müsstest daneben noch Ach, Sekundärbewaffnung hier haben. kann ich bloß kaufen oder forschen. Ja, Bomben, KD2. Kann ich bloß ne, da forschen. müsstest du 6x100 Kilo oder sowas reinmachen können. Und da steht hier bloß, warte mal, was ist das? KD2 ermöglicht die an. Nö, ich kann hier bloß forschen. Und Standard steht Standard, das andere ist noch verschlüsselt. Ich kann das hier kaufen, oder? Ach komm. So. 7 mm, gut. Jetzt habe ich hier KD2 50. Ermöglicht die Anbringung von 50 Kilo Bomben Kilobomben, an genau. externen auf. Und das habe ich jetzt automatisch drin, wenn ich das angewählt habe? Musst du dann gucken. Ja, Bis wo du dann jetzt ist mein nichts dran. Hä, Funkgerät. wie kriege ich denn die dran? Ja, du musst erst da dann noch auswählen. Wie kann ich Nicht das als. machen? Ja, du gehst auf Modifikationen. Da ist noch links, hast du 4x MGs, immer Kanzel. Kanzel, genau, ne? Da steht Sekundärbewaffnung, entweder ohne. Ne, bei mir steht ein Schnittsekundär. Bei
Du bist jetzt bei der BB-8. Das ist die Offensivbewaffnung. Rechts daneben steht sekundär. Ach hier ohne. Und da kannst du dort ein 4x100 Kilo, 6x100 Kilo, 12x50 Kilo und sowas. Und für die kleinen Maps in den niedrigen Stufen, da kannst du lieber ein paar mehr Bomben nehmen, aber dafür kleinere. Ja, 30x30. 50x12 habe ich jetzt angewählt. Gut. Und wie lasse ich die los? Mit Leertaste. Mit Leertaste hat man glaube ich schon eingestellt. So, ich bin. Bist du bereit? Also ich schreibe mal. Muss ich es gleich mal testen. Das ist jetzt hier, ne? Ihr seid live dabei beim ersten Bombertest. Ah, wir hoffen. Ersten Mal sozusagen. Bomber, meine ich. Es war Sommer. Und ich flog Bomber. 17 und ich flog Bomber. Alles klar. So. Ich bin bereit. Du musst noch kurz hier ein anderes Flugzeug reinwerfen, dann geht es los. So. Ja, reinfliegen wäre besser. So, wir können. Bist du bereit, ja? Ich hab schon geklickt. So, jetzt aber hier. Du bist ja ein richtiger Klicker. Jetzt sind wir dann Essen-Mülheim hier. Airport Essen. Genau. So, jetzt müssen wir die kleinen Bodenziele wieder angreifen. Das klingt immer gut. Da kann ich doch gleich mal meine kleinen Nüsschen abwerfen. Mhm. So, Taste leer. Oh, ach, jetzt, wenn ich nach unten gehe, sehe ich, wo das... Genau. Ich greife mal die rechts an, TH. Bist du Bomber ganz auch, direkt, oder? Ich bin direkt hinter dir, auch in der BB-1. Okay. Die P26 will uns abfangen, so wie es aussieht. Bomben auf Engel, scheiße, Swordfish. Hat meinen Flügel erwischt, die Sau. Die haben mich überhaupt abgewürgt. Scheiße. Kannst du auch schlecht mit dem Ding aus. Ich hab gesagt, die haben meinen Flügel erwischt, nicht, dass sie mich erwischt haben. Na toll, mich haben sie abgewürgt. Oh nein, ich wollte mal bomben. Was ist denn heute los? Jetzt reicht mal. Gut, jetzt ist gut. Nee, so nie. So haben wir nie gewettet. Jetzt so. Bin ich putt. Rockstar. Nennt sich doch Rockstar. Rockstar? So, komm, jetzt aber. Wreck 93, Frack 93, also sieht so aus, ey. Weg. Nicht Wreck. Ach, ist ein Frack. Fertig. Schnapp ihn dir, Tiger. Los. Ab schon. Nee, wir haben uns zusammengestürzt. Ne, danke, kannst du nicht eher sagen. Ich habe jetzt Suizid begangen. Ja, wieso? Weil ich jetzt aggro war. Wer? So, bin ich so ein fettes Ding runtergeholt hier. Ja. Immerhin etwas. Hast gesehen, siehst du? Hab ich gesehen, ich war direkt hinter mir. Kannst du bezeugen. Ich bin jetzt direkt über dir. What? Oh, das ist wie? Ja? Jetzt wieder hinter dir. Ach da. Die KI-10 hier.
Hast du? Gut. Guck mal, ich habe auch unten Bodenziele. Kriege. Jo. Wo ist denn das? Hey, die wollte ich haben. Mann. Ich bin ein bisschen schneller. Was hast denn du für eine Maschine? MiG 3. Danke. Nein, jetzt habe ich ihn erwischt von der Seite. Oh, ich krieg die Krise, jetzt fackel ich ab. Ich war gerade mal im Jahre. Ja, mit meinen scheiß Doppelkisten, Doppeldeckerkisten hier. Ach, Doppeldecker sind nicht schlecht. Also auch der mit der MiG 3, weißt du? Ich spiele jetzt auch gerade wieder eine BBR, der Nachfolger, der Suchoi. Direkt der Nachfolger und der BB1, das ist alles eine Klasse. Alles eine Machart. Eine Matsche. Genau, Matschbombe. Matschbombe. Genau, Matschbombe. Sind die schon dran? Nein, leck mich doch. Warum sind die alle schneller als ich? Es gibt schon Gummi hier. Tja, vielleicht, weil sie alle schneller sind als du. Das könnte daran liegen, ne? Möglicherweise. Oh, jetzt wurde ich gerommelt hier. Zwölf gegen einen ist nicht fair. So, hier im Tiefflug, hä? Dachst du, du bist besser im Tiefflug als ich, du Arschkrampe? Ha, da kommt der Flying Cooper wieder durch hier. Baute Drache. Nicht der Flying Uwe. Der Flying Cooper. So, Mann, das brauchte ich jetzt. Hast du einen Cooper gemacht, oder? Nee, ich hab einen. Der wollte auf Tiefflug gehen, dachte, der ist schlauer als ich, aber ich bin 10 Meter hinten ran und hab ihn abgeschossen. Oh gut, jetzt wäre ich aber leider niemand anders abgeschossen. Möglich. Das ist aber manchmal ja durcheinander, ey. Ich habe das Gefühl, dass mein Motor nicht gerade Bombe mehr läuft. Hat sie mich irgendwo erwischt, ne? Wo sind denn diese Hodenziele? Was bist denn du jetzt, Tietz? Mitten im Getümmel. Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgedümmel. Ja, die können mich hier gerade alle nicht leiden. Ich will nicht. Ja, im Joghurt, Nanny. Na, ah, die sind gerade drei auf mich, ey. Was konnte ich da ausweichen, ey? Das ist doch unfair hier. Tietz, wir müssen zusammenbleiben. Ja. Weil der Pilot ist tot. Lande, lande noch, Maschine, Autopilot an! Ich hab da keine 737. Max. Max. Ja, also das hätte ich gern. Ja, ist gut. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen, gell? So, bist du bereit? Kann man eigentlich unter die Antenne. Warte mal, aber kann man. Ich bin noch nicht raus. Achso, im Moment kämpfe ich noch. Also noch nicht drücken. Warte mal, da kann ich gleich mal gucken. Modifikation, geht's bei den Dingern auch? Ach doch, ich kann hier zwei Bomben dran machen. Da hauen wir doch mal dran hier. Mhm. Dass wir hier mal ein paar Bodenziele.
So. Da sind wir doch alle jetzt mit Bodenzielen mit Bodenbomben Ja. ausgestattet. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Das habe ich nie eigentlich. Oh Gott, ich habe hier noch mehr. Standard, Allzweck, Leuchtspur. Ohne Leuchtspur, siehst du da überhaupt wieder? Was? Das geht. Ich kann endlich den I16. Ja, aber komm, kaufe. So, die Besatzung auswählen, Besatzung ausbilden, Besatzung ausbilden. So, okay, ja, ist ja jetzt, ne? Die 16 Typ 5, zwar die kleine, aber die ist Ja, hübsch. ich weiß. Modifikation, was habe ich schon dafür? Jetzt geht er mal weg. Jetzt geht, ich habe da Besatzung, was, warum ist denn jetzt noch? Ach so, wegen Erforschen, was ich jetzt erforsche. Ja, warte mal, was wollte ich denn jetzt erforschen eigentlich? Den, ja, die Jagd 2 bei Windsor Eels, wo. Alles klärchen auf der Galerchen. Ich guck mal bloß jetzt. Kleine, wo bist du, meine Kleine? Modifikation, Bewaffnung, Standard geht bloß noch. Neuer Rumpf, Nee, der hat keine Bumsbomben. Nö, naja, wir können erstmal testen. So, bist du bereit, Tiet? Einen kleinen Augenblick. Wenn du jetzt bereit klickst, dann kommt die Schlacht. Gut, mal sehen, wie das Ding sich fließt. Werden wir ja gleich sehen. Bitte Backstein. Wie wir Backstehen. Nee, also die kleinen I10, I16, die gehen gut. Ich kann mich noch grob an ihr als Wurstomo weg. Da waren die eigentlich zwar ein bisschen lahm, aber relativ gut wendig. Ja, das war bei ihr jetzt was Sturmovik. Damals war es die erste Kampagne, die ich direkt gespielt hatte, Red Falcon. Der Radfalken. Da hast du mit einer I-153 ich angefangen und hast dann eine I-60 gekriegt und am Ende war es dann Lack oder sowas. Hat sie Lack gehabt mit. Da hat es dann Lack gehabt, ja. So, H-Team, was ist denn jetzt hier los? Ach so, wir müssen hier Panzereinheiten Hodenziele. aufhalten. Hodenziele. Genau. Ich tue die gleich mal testen. Tue ich die erstmal Also testen oder lieber Bomben? musst du sozusagen auf die Hoden zielen. Also lieber Bomber oder was? Ja, am Ja, ich Anfang. mache mal am Anfang, da kann ich dann immer noch die anderen testen. Genau. Gut, dann tun wir mal der BB1. BB. Ich bin ein bisschen Schön. deutlich weiter hinten und weiter oben. Ein bisschen fetter Bomber, meinst du? Ja. Also theoretisch tust du ja zwischen Jedes taktischer und einmal. strategischer Bombe Ja. unterscheiden. Oh, okay. Strategischer Bomber. Ja, im Prinzip, du hast ja diese großen leuchtenden Bodenziele manchmal. Ja. Also jetzt hier nicht diese kleinen Panzer, sondern halt diese größeren Flächen. Ja. Und das sind strategische Ziele. Ah, okay. Also für größere Bomber. Das zeigt mir jetzt aber nie, das zeigt, das fliegt nur nach unten, ne? Das Ziel, also muss ich ein Stück vorhalten. Nee, du musst genau aufs Ziel, das ist schon vorgehalten. Aber die Fahrzeuge bewegen sich also. Ich glaube, ich habe ihn hier zerstört, oder? Ja, einen Panzerwagen hast du zerstört. Das sieht doch gut aus. Da hat es doch schon mal funktioniert, bitte. Oh Leute. Was mach ich denn jetzt? Oh, ich hab Ansicht gewechselt. Geil, ich bin im Cockpit. Einer ist noch, den nehmen wir so raus. Einer ist noch. Einer ist noch da. So, zack. Einer ist noch alles unter. So, was müssen wir jetzt hin hier? Alles klar, gut sein. Oh, hinter mir. Ich bin ja noch lauer mit den fetten Bomben dran. Alter, beweg doch mal deinen dicken Hintern, du Scheißding. Nein! Okay, da war irgendwas kaputt. Da war irgendwas kaputt.
So, jetzt jagen wir mal kurz. Ich will mal testen. 3, 2, 1. So. Die kleine flinke Teil hier. Die kleine flinke Bübsche. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Komm hoch, dickes Mädchen! Nutz, nutz! Oh. Was? Huh. Ist deine Familie eine Seite entdeckt, oder? Ja, so ein bisschen. Also, so, wo greifen die in unsere Leute? Also mein Bodenschützer hat schon die Füße eingezogen. Der ist schon wie Fred Feuerstein. Genau, der war mit mitlaufen. Alter, ich kann ihn nicht mal jagen, weil die ihn hier. Die haben einen Haufen Wingmans, die Drecksäcke. Jetzt haben sie mich erwischt. Oh Gott, irgendwas kaputt bei mir. Oh, mein Motor ist ausgefallen. Was ist denn los? Kann man hier Fahrwerk ausfahren? Dein Motor ist rausgefallen? Ja, mit G. Ja, ich bin tot vorher. Wieso ist dein Motor rausgefallen? Der hat... Hast du den nicht richtig festgemacht? Nee, der hat auch gestreikt jetzt. Die gehen alle in Streik. Wie gesagt, du musst die Motoren richtig festschrauben, wenn die rausfallen sollen. Ja, ich weiß. Ich vergesse immer, Transportsicherung rauszumachen. Ey. Ach Mann, das war meiner. Denkst du, das war deiner? Geht das so weit? Scheiße. Sind hier Bodenziele? Ja. So, falls die nicht findet, die sind meistens unten. Ach Mann, ich habe immer hochgeguckt. Ey. Mann, ich bin zu lahm dafür. Das ist schon tot. Ja, Flugzeug ab. Geschosse. Oh, ich muss meinen Kumpel helfen hier. Hinter euch, komme. Oh, jetzt kommt doch noch ein anderer Günther. Nein, jetzt hat er meinen Flügel abgeschossen. Komm, mit der Klebeband geht das wieder. Das hält. Das hält. Das hält. Das hält. Das hält er noch. Das hält er noch. Ja, echt, ja. Wo ist der Taco? Du weißt doch, heb nicht ab vom Acker ohne deinen Taco. Genau. Immer wenn du mal einen guten Lauf hast hier. Heb nicht ab vom Acker ohne deinen Taco.
Setz dich nicht auf den Acker und deinen Kacker. Genau. Abgeschossen, so. So, ein bisschen noch Bäumchen mitnehmen hier. Schon ein Appel. Aua, jetzt, ich muss aufpassen, dass du nicht von der eigenen abgeschossen wirst hier. Bäumchen, wechsel dich. Wir haben gewonnen. Ich wollte noch einen Appel mitnehmen, weißt du? Ich fass es nicht. Ich wollte noch einen Appel mitnehmen. Das ist ja nie, das kann ja noch eine Runde. Machen wir noch, komm. Ich muss mal ein bisschen hier mit meinen Alarmkisten, ey. Ich muss ein bisschen weiterkommen, dass ich mal ein paar schnellere Kisten kriege. Ja, schnellere Kisten sind manchmal viel besser als Flugzeuge. Was? So, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann geht's in die Schlacht. Auf die junge Wandersmann, Mond über Regel 7. Was für eine Regel? Riegel, Planetensystem. Ah, Planetenregel. Kennst du das alte Volkslied Mond über Regel 7? Aus welcher deiner heldenhaften Vergangenheiten ist das? Das war damals aus meiner intergalaktischen Zeit. Achso, ich meine die Schlacht hier. Sind das Bodentruppen wieder? Ja, Bomben. Auf der Map lässt sich empfehlen, um erstmal nach rechts anzufliegen, oder? Die Truppboden, hier die Dinger. Alles Klärchen, auf der Klärchen, alles im Ritz. Das Schöne ist, die BB-1 ist halt auch recht flott unterwegs. PP. Da will ich ja noch tackeln. Und das ist nicht Tackleberry. Yeah, ich guck gerade, ob ich alles treffe und da wäre ich natürlich angegriffen. Und bin tot. Alter, was bin ich für ein leichtes Ziel? Mit den Bomben bin ich echt kaum wendig. Ne MiG-3, ne MiG-3. Das müsste übrigens 2.7 sein. Matchmaking. Schön. Genau das Maximale, ja, was ich erreichen kann. Ja. So, mal sehen mit dem kleinen Schnitsche hier, komm. Jetzt habe ich mich zu sehr gedreht, jetzt will ich kommen bespielen. Okay. Tietsch, bist du unter mir? Ach so, ja. Du hast ohne MiG 3. Der schwebt weiter. Wo ist er hin? Achso, ich dachte, du wirst gejagt. Ich hab das falsche Taste. Ich hab ihn abgeschossen und der ist weiter geschwebt. Ich wollte mal so daneben herfliegen, aber natürlich drücke ich in dem Moment die falsche Taste. Das war der mich vorhin erwischt hat. Also du Rache. Deswegen habe ich jetzt gejagt. Du Rache. Nee, das scheint weg zu sein. Achtung, dreh. Hoch, ja, ist gut.
Ich hab ihn erwischt. Mit du 17 hab ich auch angegriffen. Jetzt kann man nicht sein. Da werde ich mich jetzt mal rächen. Was ist denn so schnell, das scheiß Mistteil? Den Inhar hab ich erwischt. Hier, da komme ich nicht mehr ran. Nee. Mop. Wo fliege ich schon überhaupt hin? In die falsche Richtung? Löcher in meinem Flügel. Da brauche ich doch ein Eisenbügel. Damit es wieder ist glatt. Sonst lackiere ich das Flugzeug matt. Reimen ohne zu schleimen. Genau. Da kommen mir die Keimen. Wo fliege ich eigentlich hin? Jo, guckst du ein bisschen Landschaft an? Ja, schön, ne? Schick. Wo sind wir denn überhaupt hier, Tietz? In Lampukistan? Ich würde mal sagen, irgendwo im Westen. Der wilde, wilde Westen tut auch mal dein Glied testen. Ist jetzt die Mähjagen da? Ich weiß gar nicht, was ich die jagen soll. Wo sind deine Mäh? Ja, unter dir ist so eine Mäh. Eine Mäh 109, jetzt hinter dir. Ach da? Hier drüben. Ah, das ist wie Kilometer Abstand, ist ja noch. Ich versuche mal ranzukommen, aber ich bin nicht der Schnellste mit 350. Wo sind alle auf den? Das arme Schwein. Hä, siehst du doch mal, wie es mir ging. Ich hab Doppeldecker, Mensch. Zack. Da war er weg. Tja. Macht das eigentlich das Veterinäramt, oder? Wegen was? Deckung. Deckung? Ja, es kommt drauf an. Hm. Da musst du aber natürlich vorher einen Abdeckungsantrag einreichen. Alles klar. Ja, ist verständlich. Hier, jetzt komm, wir gehen jetzt mal zusammen hier ein bisschen. Hä? Ja, ich bin doch hier. Das ja, ich fliege hinterher. Es ist ja eh schon durch, das Spiel. Ach, ja, sieht so aus. Naja, das war ja lustige Runde. Mehr oder weniger erfolgreich. Ja, ich bin wieder Zwölfter. Mit meinen alten Schrottkornen hier. Ja, Übung macht den... Naja, aber die haben ja meistens so bessere, wenigstens ein paar bessere als ich drin. Ich brauche wenigstens ein gutes Flugzeug mal. Ja, also wenn du jetzt mal auf deinen Forschungsbaum so guckst. Ja, Tietz, komm mal hier. Nochmal, ne? Von der I-16, yep. Die MiG-3 15, die ist zum Beispiel sehr gut. Ja, eine MiG-3 wollte ich sowieso. No, die hat es ja von uns auch. No, und nach der geht es dann sowieso auf 2.3. No. Und da hast du dann die ganzen Lacks zum Beispiel. Lack 3.8, 3.11, 3.35, das sind alles recht sportliche Flugzeuge. Oder halt auch die MiG-3 34. Ja. Was dann später ist, oder die MiG-3 15 BK. Bordkanone ist das. Ah, cool. Mhm. Wahrscheinlich in dem Sinne, das war es wahrscheinlich nur doppelt bewaffnet, weil die. Ja. Der hat, glaube ich, insgesamt 5 MGs oder so. Da kommt der MiG 9 irgendwann. MiG 15. MiG 17, MiG 19 und natürlich die MiG 21. Sogar die 21 SMT. Ja. Die mit dem dicken Knubbel hinten, ne? Mhm. Ja, die wäre ich dann morgen, denke ich mal, freigespielt. Nee, das wird sich noch eine Weile ziehen. Aber ist doch schön, dass man das die Zuschauer zum Anfang auch dabei sind. Unterhalten haben. Ja, nee, das ist auch zum Anfang, ne? Manche fangen ja mittendrin an, wir fangen, ne? Also ich hier fange vom Ohrschleim an. Von ja, ganz ja mit, unten. Ich bin ja mit dabei. Ja, ich muss aber hier mit den Scheißmaschinen.
Ja, aber jeder hat mal klein angefangen, ich auch. Ja, das ist lange her bei dir, oder? Also damals. Ach, naja, war ja ein bisschen lustig. Also, Panzer, bin schon ein bisschen weiter, da geht's. Aber naja, muss ja, wir müssen durchziehen, durch als los, wenn du frisch werden willst, gell? Genau. Genau. Und jetzt sind wir schon bald bei 40 Minuten. Ich sag mal, der Michael Cooper sagt, ciao. Dann zieh ich jetzt auch raus. Ciao, ciao. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt doch aufs Glöckchen. Und jetzt, was sollen sie machen, wenn es ihnen nicht gefallen hat? Laptop zum Fenster rauswerfen? Mach sowas nein, nicht. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Cut it out.